So, wir machen weiter, wo wir letztens aufgehört haben, hier bei unserer schönen Festung Dämmerlicht, die ich schon mal abgeschlossen hatte, aber wo wir jetzt hier noch eine Quest haben, die hier oben werde ich eh nicht machen können, weil die hier in der Regel nicht zu finden ist. Aber wir müssen die drei gestohlenen Bücher finden und ja, das versuchen wir jetzt einfach. So sieht's hier aus und jetzt geht's ab mit uns nach unten in die Katakomben. Okay, in den Dungeon. So, schauen wir mal. Oh, Honig, nehmen wir. Honig ist schön, das kriegen wir relativ selten. Wacholderbeeren, auch toll für Alchemie. Da waren wir Schlachterfischeier. Oh, Elfenbogen, Gold, Granatstein. Boah, ein Stab mit 2600. Den nehmen wir doch gerne. Wo ich bin? Wer ruft da? Wer sieht mich? Hier sind überall Wände. Okay, die scheinen gegen irgendwas anderes schon zu kämpfen. Da oben ist einer. Und das ist offenbar nicht der. Da wir heimlich zaubern können, nehmen wir zwar Gedankenkontrolle, spielen wir dann mit den Kollegen ein bisschen in der Gegend rum. Los, meine Lieblinge. Greif an. Ist überhaupt? Wir müssen es, glaube ich, weiter runterstellen. Jetzt schießt er nach oben. Ja, jetzt trifft er auch. Hi. Sind wir nicht Freund und Feind? Geht doch. Mögt der Beste überleben. Nee, egal, wer von euch stirbt. Gut. Hat sich doch schon mal gelohnt. Zack, wieder die Ansicht. Das einzige Blöde an Zauberung geht in die Third-Person-Perspektive. Da wissen wir schon, was uns erwartet. Das ist ganz gut. Kann nie schaden. Eigentlich wollte ich auch das Fell haben. Bier ist okay, kann man gut verkaufen. Boah, Sehnsteine. Hier, her damit. Mischtaktiken. Haben wir auch. Wert 1 zu 5 ist gut. Was haben wir hier drin? Ein Ziegenbein. Nee, danke, brauche ich nicht. Eisstiefel Gewicht 6. Ja, ist mehr als das Vierfache, nehme ich. Oh, ein Buch, was ich noch nicht kenne. Beschwöre den Hund. Einen brauche ich eigentlich nicht. Das dürfte mittlerweile underleveled sein. Gewicht 2 zu Wert 70, nehme ich. Zufallsfehler ist auch noch okay. Ätra und Dätra, okay. Hui, ja, sehr schön. Die zwei Tränke packen wir auch noch mit ein. So. Hier ist die eine Frostbissspinne. Wo ist denn die andere? Ach, die ist hier. So, hier ist der Drehschalter für die Pfeile. Und hier irgendwo ist die Kollegin gewesen. Hat die sich selbst jetzt eingesperrt gerade? Hä? Bin jetzt etwas verwundert. Nee, zu schwer. Das hier sind Gefangene. Lehrling, komm. Hi, wie geht's dir? Aus dem Weg, Gesindel. Danke. Hab dich gern gerettet. Nee, guck mal so rum. Ja, so passt's. Oh. Die kämpfen sich gegenseitig. Dann lassen wir am besten mal alle raus. Dann können die für uns hier ein bisschen Party machen. Müssen wir nicht kämpfen. Mal sehen, ob sie die schaffen. So. Oh, der ist schon tot. Hi. Okay, jetzt sind wir wo dran? Lebende Rune.
Fall um. So. Keine Ahnung, wie viel die noch hat. Dass wir uns den brüllen, kann es erstmal egal sein. So. Gut. Gold. Ja. Den habt ihr erwischt schon, ne? Tja. Genau, erstmal die Leiche. Aber zwar nicht mit Absicht, aber egal. Alles rumgeflogen hier. Der Bär von Mark hat ja, ist ein relativ wertvolles Buch. Tal des Fehlers ist auch okay. Gut, sowieso, Salz kann man immer gebrauchen. Okay, hier ist ein Müll drin. Lass mal dich noch raus, du kannst um für uns spähen gehen. Ah, Wein. Noch ein bisschen Gold. Hier ist ein Vampir. Wir sollten ja helfen, oder? Drückt mal die Daumen, dass das keine Fehlentscheidung ist. Bombardement. Okay, den haben wir weggebombt. Meine Güte, warum rennst du mir im Weg? Ja, ich wollte dich ja nicht. Oder? Doch, ich wollte dich, ne? Komm, stirb vor mir. Perfekt, Mission erfüllt, alles tot. Sowohl Freund als auch Feind. Nein, darum ging es natürlich jetzt nicht. Es war jetzt halt etwas Kollateralschaden. So, ich wollte eigentlich sehen, Panzerhandschuhe, Gewicht 5, Wert 25, kann man nehmen. Lieb der Tugend ist auch okay. Sonnenuntergang 1 zu 11, das ist ein schönes Buch, nehme ich. Vampirmeister. Die haben sie anscheinend gefoltert. Schneebären. Hohl brauch ich nicht. Ein Wölfchen. Ach, noch ein Folteropfer. Ja, jetzt Vampirstaub. Zengemoos? Ne, ist nur Moos, okay. Die sind auch schon geerntet. Stahldolch, Gold, Honig, schön. Magierrobe, perfekt. Weizen kann man auch immer gebrauchen. Schneebären. Okay. Die Folteropfer sind leer. Boah, ist das blutig. Hier, nehmen wir auch. Blutende Krone, ein Seelenstein. Jetzt müssten wir nur Gegner finden, die klein genug sind, dass die mal in die Seelensteine passen. Die Gelegenheit habe ich gerade bei den Spinnen leider jetzt verpasst. Vorhin. So, und ich hörst schon heulen und sehst um die Ecke, da steht ein Wolf. Ich speichere mal lieber. Nur Wölfe? Nee, da steht schon jemand. Jetzt die Frage, ist der allein? Pass mal auf, jetzt sind gemein. Den Grüne, der wird dann hierher kommen. Und dann schießen wir ein bisschen mal mit dem Bogen ab. So gucken, wo wieder ist. Und bei so viel Auswahl, die man mittlerweile hat hier. Nordbogen. Gucken wir mal, wie er darauf reagiert.
Gut. Bitte, lasst mich hier raus. Ihr müsst mich hier rauslassen. Sie werden mir etwas Furchtbares antun. Erst reden. Helft mir! Ah, ihr seid als Orton. Ja, ja, hat Erzmagier Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Naja, eigentlich sind wir nur wegen den Büchern hier. Wir sind mal nett, wir retten ihn, ne? Ich bin hier, um euch zu retten und die Bücher zu holen, die ihr gestohlen habt. Ihr? Ich wusste, Aren würde mich nicht hier drin lassen. Jetzt holt mich schon aus diesem Käfig raus, bevor sie zurückkommen. Wie, du hintergehst mich. Ja, wo sind die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus! Und warum seid ihr in diesem Käfig? Hier eingesperrt, bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Ach, Idiot. Ja, gibt es einen Schlüssel? Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Zieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Da ist dieser Hebel, genau in der Mitte. Macht schnell, bevor noch mehr von ihnen kommen. Ja, chill mal, da werden auch nicht mehr kommen. Wow, ja, der hat guten Loot. Den Korb wollte ich nicht, Clement. Der ist vom Gewichtwert her so nutzlos, den muss ich mal kurz rausschmeißen. Nur wie heißt das Ding? Es ist auf jeden Fall hier bei sonstigen irgendwo. Ich dachte, das würde Korb heißen. Heißt es offenbar nicht. Eimer, okay. Wahrscheinlich hat er Angst, dass die Wölfe frei werden. Aber ganz ehrlich, das nutzen wir aus. Soulcloak, ich hoffe, ich komme mit der Sturmwand durch. Darf ich nicht? Ehrlich, gar nicht. Das ist aber schade. Er kommt. Jetzt aber. Wie gesagt, die Seelen können wir gut gebrauchen. Warum nicht mitnehmen? Voice Pelz ist außerdem auch nicht gerade wertlos. Der Dietrich, ein Pelz. Ein Ring des Wiedererwachens. Boah, Magier regeneriert 88% schneller. Das ist ja krass. Wow. So, was passiert, wenn wir den noch öffnen? Ja, hier ist niemand. So, lassen wir unseren Freund hier raus. Weh, der verarscht mich. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Geh direkt zurück. Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Auseinandergenommen. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Nein, hau ab. Genau, ich brauche eure Hilfe nicht. Hab sowieso keine Wahl. Okay. Aha. Verstehe. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen. Genau, geh in Sicherheit. Ich brauche dich nicht hier. Ihr braucht meine Hilfe nicht? Oh Gott, so viel ist ganz erheblich einfacher, wenn ihr euch da raushalten würdet. Wenn ihr mich nicht so von Ruhe lasst, töte ich euch. Nein, krass. Ihr habt recht, ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Nee, ist einfacher, wenn ihr sich raushaltet. Ich wollte doch nur helfen. Schön, dann rette ich eben nur meine eigene Haut. Genau. Danke, dass ihr mich aus diesem Käfig gelassen habt. Der hätte wahrscheinlich wirklich helfen können, muss ich mal fairerweise sagen. Aber ich mag das nicht so sehr,
so ein bisschen mit auf Beschützer zu machen. Ich habe auch keine Ahnung, ob der überhaupt drauf gehen kann. Viele davon sind ja, ich sag mal, unsterblich für die Dauer der Mission zumindest. Aber da hatte ich jetzt nicht so den Bock drauf. Allein kann man immer ein bisschen besser planen. Eine verschlossene Holztür. Und oben war nicht gut. Hier rechts kommen wir schon besser. Irgendwo eine Falle? Nö. Machen wir noch kurz Kerzenschein, ein bisschen Licht hier in die Bude. Ne, viel zu schwer. Das ist gut. Gewicht 5 zu 25 ist akzeptabel. So, Salz geht immer. Dieste, da oben liegt nichts mehr. Kiste. Zack. Gold, Seelenstein, Zaubertrank, perfekt. So, dann machen wir uns mal nach oben. So, wenn das eigentlich auch laut Karte stopp. Eigentlich nicht hier, sondern da hinten. Mal schauen. Festung dämmerlich, Schlüssel erforderlich. Habe ich nicht? Ich habe doch einen, oder? Ich war ja schon mal hier. So, nur kurz auf die Karte gucken. In der Ritualkammer sollen wir runter. Naja, wir müssen eigentlich auch nicht die ganze Festung nochmal abgehen. Nehmen wir noch. So, andere Richtung. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier nicht dadurch in 1000 Gegner reinrennen. Scheint ja erstmal sehr ruhig zu sein. Oh, Weizen. Korb könnt ihr behalten. Da läuft doch gerade einer, oder? Okay. Versuchen wir mal wieder einen Schleichangriff. Sehr schön. Hat doch gut geklappt. Nekrolyt. Freundliche, beschworene Kreaturen. Ah ja, gut, das spiele ich so nicht. Also fast wieder voll. Altowein, lecker. So, ich sehe jetzt auch gerade nicht irgendwie hier noch ein paar Gegner an der Stelle. Wir sind, glaube ich, falsch, verdammt. Wo gehen wir denn hier hin? Komplett anderen Abschnitt, okay. Gut, da wollen wir nicht hin. Ein großer Raum. Steht mal so ein Golem im Raum. Da oben ist, glaube ich, der Beschwörer, der ihn gehört, oder? Da oben ist jemand. Vielleicht sehen sie uns nicht. Versuchen wir es mal mit Mind Control. Ist hier noch jemand? Mal gucken. Ja, ja. Ist schön, wir können die ganze Sache... Hey, tötet mich, los! Wow. Ja, die gehen ab, okay. Hier wartet noch einiges auf uns. Ja, und da ist unsere Marionette gerade gestorben. Aber wir sind schon mal viel klüger und haben ein bisschen Schaden verursacht. Das ist ja auch nicht schlecht.
Kommt der Kollege wieder? Ich habe eigentlich gedacht, der hätte jetzt keinen Bock mehr gehabt. Okay, er kommt wieder. Wird er gleich böse hinfallen und wir hauen ihn kaputt. Und wie machen wir es denn? Am besten Bombardement. Ein paar Punkte drauf kriegen. Gut, die lebende Rune ist ihm eine Latte. Oh, deswegen, das ist kein Beschworener, das ist ein echter Forster-Tonage gewesen. Okay, egal, Tod ist tot, hin ist hin. So, wir haben gesehen, dass hier rechts friedlich war. Ich bin mir beim Aufbau noch nicht so ganz sicher, wie wir langlaufen müssen, muss ich euch ehrlich sagen. Ein schöner großer Trank. Boah, Quecksilberwaren, ja, sehr wertvoll. Also wenn ich die Karte jetzt nicht falsch lese. Aber anscheinend ist hier eine Wand, wir müssen außen drum rumlaufen, so hier quasi. Ja, hinten sind ja ein Haufen Gegner. Von der anderen Seite verriegelt, okay. Das ist dann erst nur eine Abkürzung, nachdem wir uns durchgekämpft haben. Wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Wir speichern aber mal lieber immerhin. Wir wissen nicht, wie viel die Leute da können, die da hinten waren. Sie fragen natürlich, wie stehen die? Kommen wir da irgendwie ein bisschen heimlich rein? Okay, der hat uns direkt entdeckt. Also machen wir jetzt hier ganz unauffällig und leise. Mit 10.000 Explosionen. Hat keiner gemerkt, alles gut. Apprentice Deltra Warship, okay. Dolch, Bruch der Deltra. Wow. Zwar nicht ganz so geil wie dieser Rockstab, ne? Aber immerhin. Lavendel. Aber in den Regalen ist hier wohl großteils eher Quatsch. Buch, was ich noch nicht kenne? Funken. Ich werde mich noch ein bisschen leichter machen. Ich habe jetzt ja zwei Zauberbücher. Du kennst es bereits. Hieß gerade, ich kenn's nicht. Aber okay, gut. Egal. Ach, vielleicht habe ich es auch noch nie gefunden, sondern nur gekauft. Vielleicht hat er das nicht erkannt. Oh, Wacholderbeeren, toll. Der ist auch an irgendwas gestorben. Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Speichere mal lieber. Ja, kann man mitnehmen. Dito, 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 Dito. Gut. Gut, sieht friedlich hier aus. Gold und Saphir, ja schön. Hat sich doch gelohnt. Die Frage ist, steht er da allein oder kommt da noch was? Ich bin ja dafür, wir schießen ihn ein bisschen mit dem Bogen ab. Gut, er war wahrscheinlich auch allein. Da pennt jemand. Auch wenn zwei Hände jetzt nicht die idealen Waffen sind für Schleichangriffe. Aber für euch reicht's. Zack. Er ist sehr müde.
Kann man mitnehmen? Nein. Puppe, ja. Ja, ist an sich vom Preis-Leistung her auch okay. Gewicht 5, Wert 50. Schoden sind immer gut. Was ist das? Ein Beutel? Mit Dietrich und kräftigen Zaubertrank. Der da eigentlich von der Größe gar nicht reinpasst, aber sei es drum. Krankenklass-Deutsch ist gut. Ui, feine Stiefel, ja. Also alles, wo fein davor steht, die kann man auch immer mitnehmen. Die sind in der Regel recht wertvoll. Hier stand nur wirklich der eine. Oh, danke für meinen Notfall. Aber mit den neuen, also mit den Mods, sehen die viel, viel besser aus. Muss ich ehrlich mal sagen, haben sie echt schön gemacht. So. Das ist aber nicht die Abkürzung, die ich erwartet habe. Wir gucken mal rein. Zu. Ist das hier? Ist das ein Ascherhaufen? Schrein von Janus. Ah, okay. Brauchen wir nicht. Altowein ist gut. Wein. Altowein. Und diese Becher sind relativ wertvoll auch. Das Brot nicht. Aber man kann ja in die Säcke schauen. Das sind manchmal auch Alchemiezutaten wie Salz hier in dem Fall gerade drin. Und die Krüge sind wieder wertlos. Okay. Ist etwas uneinheitlich. Becher ist gut. Alter, ein Trankmischerbeutel. Wo war er? Da. Sehr schön. Okay, lassen wir den Rest. Okay, sieht alles frisch aus. Eismiriam, Holzkerne, Schale. Und den Knoblauch kann man auch mitnehmen, den Löffel nicht. Orkische Plattenstiefel, gerne. Hm? Ja, da war ich ein bisschen zu eifrig. Da. Der höchsten Ausdauer. Adept Rose of Destruction. Ui. Sieht hübsch aus, ne? Hat auch ziemlich geile Effekte. Aber halt natürlich keine Rüstung. Und das ist so der Kompromiss, auf den man sich einlassen muss, der mir immer ein bisschen schwer fällt. Weil du gewinnst sofort oder du verlierst sofort, so gefühlt. Ja, was auch nichts Wertvolles. Ebenfalls. So, wäre hier die Abkürzung gewesen? Nee. Also ich habe ja vermutet, dass da irgendwo eine ist, wo die Tür klemmt. Hier speichern wir jetzt die Sicherheitshalber erstmal kurz. Okay, sieht noch gut aus. Ah, Lavendel. Salz. Okay. Wo ist denn dann die Tür? Die muss doch hier irgendwo sein. Die Abkürzungstür, wo es hieß, da lehnt was gegen. War da echt eine Etage höher? Weil hier ist ja nichts, ne? Ja, hier kommen wir schon wieder an der Stelle raus. Ich muss mal kurz gucken. Ich finde es einfach ein bisschen komisch. Aber offenbar ist dem so. Ich nehme noch einen Wein mit. So, bevor wir das machen, gucke ich mich hier noch kurz um. Heilung, Heilung. Ne, ich will den Korb nicht nehmen, ich will den Sack gucken, genau. Nee. Roll des Eisstachels kann man immer mal nehmen. Rollen sind leicht und haben viel Wert. Rollessenz, Eisstachel, Wein, Altowein. Auch nichts drin. Gut. Ja, ehe wir jetzt in diese Ritualkammer gehen, würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle für diesmal einen Cut. Sind ja relativ weit gekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal hier direkt weiter und schauen, ob wir jetzt die Bücher finden, wie es da weitergeht. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht es besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!